Jo, liebe Leute, Theo hier, heute mit einem spannenden Video und zwar heute habe ich für euch drei Charaktere, die zu 100% das erste Mal ihren Auftritt kriegen in Smash Bros. Für die Nintendo Switch, jetzt 2018. Und deswegen, natürlich die Spekulationen sind da, auch marketingtechnisch für die Firma ist das natürlich immer genial, dass zum Beispiel ein Crash Bandicoot kommt. Wir träumen ja immer noch auf einen Goku hin oder einen Ruffy oder jetzt neuerdings, als die Amiibo von Solaire gezeigt wurde, ist natürlich auch klar, dass die Spekulationen auf einen spielbaren Dark Souls Charakter, also Solaire in einem Smash Bros. Natürlich da sind. Heute geht es aber um drei Charaktere, die zu 100% kommen werden, dass diese genannten Charaktere gleich ihren allerersten Auftritt jetzt in dem Smash Bros. Für Nintendo Switch kriegen. Und deswegen sind diese Charaktere gleich auch nicht so spektakulär. Wenn ihr weiterhin nichts verpassen wollt zu dem Smash Bros. An News, an Infos, an irgendwelchen Leaks, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Ansonsten geht's bald weiter mit Mario Odyssey Challenge Videos oder halt Mario Maker Videos auch neuerdings. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Charakter. Viel Spaß, liebe Leute! Der erste Charakter kommt sogar im Doppelpack und wir haben ihn schon im Trailer gesehen und es ist jetzt ein bisschen Captain Obvious mäßig, dass ich den überhaupt nenne, aber es ist zu 100% klar, dass die Inklinge einfach ihren allerersten Auftritt im Smash Bros. Universum kriegen, da sie ja sozusagen von Mario und Link und der ganzen Smash Bros. Armee im Nacken, einschließlich dem Logo, mehr oder weniger gerufen wurden in einer epischen Sequenz, dem Kampf beizutreten. Die Frage ist, ob im Character Roster dann wirklich zwei spielbare Inklinge sind und ob das Moveset denn wirklich unterschiedlich ist und wie das Moveset die Kombos allgemein sind. Wir haben schon gesehen, dass diese Granate dort wahrscheinlich auch eine Rolle spielen wird im Smash Bros. Und ich denke, wir würden jetzt Monat für Monat einen neuen Character Trailer kriegen, wie wir es damals hatten. Auf jeden Fall, die Inklinge waren ja von vornherein klar. Deswegen auf zum nächsten. Der nächste Charakter, der zu 100% kommen wird in dem Nintendo Smash Bros. Für die Switch, ist der Springman aus ARMS, einer neuen IP, die Nintendo gestartet hatte 2017. Und das Spiel ist ja wirklich auch cool. Und der Springman ist einfach prädestiniert dazu, in Smash Bros. Mitzuwirken. Allein aus dem Grund, dass ARMS an sich schon so ein kleines Beat'em-up ist. Und dass das Thema Kämpfen schon im Fokus ist, das passt einfach. Und sein Charakterdesign sieht auch richtig geil aus mit den langen Armen, finde ich. Und er passt da perfekt rein. Und ich habe vielleicht Bock, ihn sogar zu mainen. Ist auch ziemlich offensichtlich, aber es ist einfach geil. Dafür sind die nächsten, die ich euch jetzt gleich erzählen werde, umso weniger offensichtlich. Und zwar als nächsten Charakter, der natürlich nur in Verbindung mit Mario spielbar sein wird, ist Cappy, Leute. Natürlich wird Mario diesmal mit Cappy am Start sein und ich bin gespannt, wie das Moveset von Mario sein wird, wie er sich spielen wird, ob Cappy auch seine Kaperfähigkeit dort irgendwie behält und ob man den Gegner dann wirklich kapern kann, vielleicht mit der Ulti oder sonstiges. Das wäre natürlich übertrieben krass. Natürlich ist das ein bisschen geschummelt, der Charakter, weil Cappy an sich kann man nicht spielen und deswegen als offiziellen dritten Platz auf dieser Liste, wo es wirklich zu 100% Sinn macht, dass dieser Charakter, dass diese Charaktere kommen, sind einfach die Recken von Zelda Breath of the Wild. Gerade als erfolgreichstes Spiel aller Zeiten fast, als erfolgreichstes Spiel 2017, als erfolgreichstes Spiel der letzten Jahrzehnte, kann man fast schon sagen, und als erfolgreichstes Spiel von Nintendo macht es einfach Sinn, dass nicht nur Link im Zelda Breath of the Wild Character Design auftaucht, sondern auch noch die alten Recken. Was auch einfach cool wäre. Viele sagen jetzt, ja, aber das wären zu viele Zelda-Charaktere. Wenn man Zelda noch dazu hat, dann hat man 6 Zelda-Charaktere. Aber Leute, dann guckt man sich ein bisschen die Fire Emblem-Partei an und die sind auch stark besetzt im Character Roster von Smash Bros. Und die Mario-Partei ebenfalls. Deswegen würde das einfach cool sein, wenn die ein bisschen auf Zelda Breath of the Wild setzen. Und natürlich werden die Charaktere aus dem Mario-Universum auch zum größten Teil im Mario Odyssey-Stil sein. Und ich würde mir wirklich Cappy sogar als einzelspielbaren Charakter wünschen. So in seiner Hutgeist-Form. Also in dieser Zylinderform. Ja, Leute, das waren drei Charaktere, mehr oder weniger drei, wo ich denke, die kommen zu 100% in den neuen Smash Bros. Natürlich, die Hoffnung für Waluigi stirbt zuletzt. Waluigi sollte auch mal langsam in den Smash Bros. Verfügbar sein. Ich liebe Waluigi und ich hoffe, diesmal kommt sein Auftritt. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt eure Charaktere in die Kommentare. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.